Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es ist doch erheblich kälter als gedacht. Es ist auch ziemlich windig und ich muss meinen Notizzettel suchen. Wo ist er? Ach, da ist er. Thema Wilderei hat sich jemand gewünscht gehabt, nachdem ich das kurz mal angesprochen hatte bei meinem kleinen Survival-Training-Gedöns-Spielerei da. Und ja, und das war offensichtlich dann der Auslöser, um da nochmal nachzufragen, was es denn damit aus sich hat, beziehungsweise spielt das echt noch eine Rolle. Und Tatsache ist, ja, das spielt echt noch eine Rolle, wobei man sagen muss, beziehungsweise da ein bisschen differenzieren muss, wenn jemand sich heimlich ein Wildschwein schießt und das vernünftig ausführt, diese Tat, dann ist der Schaden, der dabei entsteht, quasi nicht existent. Aber man hat irgendjemanden, den man nicht kennt, mit einer Waffe heimlich rumlaufen und heimlich auf Wildschweine schießen. Das ist generell eine Situation, mit der ich ein bisschen unglücklich bin. Aber ja, wirtschaftlich ist der Schaden nicht wirklich existent. Für die Natur, Wildschwein hat es genug, wäre also Wurst. Und wie gesagt, wenn er vernünftig schießt, ja, wenn das Tier nicht unnötig leiden muss, ja, es ist windig, ich habe den Anti-Wind-Puschel drauf, dann müsste das eigentlich funktionieren. Dann ist vielleicht kein großes Problem, ja, abgesehen davon, dass der Typ mit der Waffe rumrennt und keiner was von ihm weiß. Aber ja, das so als einführende Worte. Fangen wir aber mal spaßeshalber an mit der rechtlichen Situation, dann der historischen Situation und dann dröseln wir die verschiedenen Fälle, die es bei Wilderei geben kann, also meiner Meinung nach geben kann. Gibt es da sicherlich noch mehr, kein Anspruch auf Vollständigkeit, ein bisschen auf. So. Paragraph 992 Strafgesetzbuch besagt, dass Wilderei eine Straftat gegen das Vermögen und gegen Gemeinschaftswerte ist. Wilderei ist nämlich kein Diebstahl. Das ist wichtig. Ja, juristisch betrachtet ist das wirklich sehr, sehr wichtig, weil Diebstahl würde ja bedeuten, dass man jemandem eine Sache wegnimmt, die sich in dem seinem Besitz bzw. Eigentum, weiß ich nicht, ich glaube Besitz reicht, befindet. Ja? Und ein Wildtier ist per Definition, dadurch, dass es wild ist, herrenlos, wie man so schön sagt, ja. Wildtiere genießen quasi rechtlich gesehen die Freiheit, wirklich überhaupt niemandem zu gehören. Man kann kein Wildtier besitzen. Es ist ja wild. Das bedeutet, du kannst auch kein Wildtier stehlen, wenn du schießt und mitnimmst, auf dem Grund von jemand anderen, der dann eigentlich die Rechte am nun geschossenen Wildtier, das damit tot ist und demzufolge kein Wildtier mehr, sondern im Prinzip Nahrungsmittel. Ja. Und beziehungsweise Biomasse, na, je nachdem, wie man es nennen möchte, oder eine Trophäe. Was Letzteres halte ich für relativ. Na, also ich bin nach wie vor trophäentechnisch. Nochmal kurz zur Einordnung, die Anekdote muss sein, Trophäenjagd halte ich dann für nicht schlimm, wenn sich jemand, der sowieso gejagt hätte, der aber wirklich hundertprozentig sagen kann, ich hätte sowieso gejagt und ich hätte dieses Stück sowieso geschossen, sich dann noch das Horn abschnibbelt und an den Kaminsims hängt, das ist egal, das tut einfach nichts zur Sache. Wenn hingegen jemand nur um einer besonders schönen Trophäe willen oder selektiv Tiere auswählt, weil sie besonders hübsches Horn auf dem Kopf haben oder sonst wie, oder weil er sich ein Fell an die Wand hängen möchte und das Tier will er gar nicht essen und solche Späße, dann halte ich da überhaupt nichts von. Wieder was anderes, wenn ein Tier geschossen wird, das nicht essbar ist, aufgrund des Fells innerhalb des Rahmens dessen, dass von dem Tier genug da ist und eine Bejagung die Population nicht großartig gefährdet, die Bejagung so gut es halt eben geht, weitmännisch erfolgt und das Fell genutzt werden soll für einen Fuchsfell-Umhang meinetwegen, ne? Fuchsfellmantel, nicht, dass ich jemals einen Mantel davon gesehen hätte, aber sowas in die Richtung. Das ist so meiner Meinung nach der eine sinnvolle Grund, sofern man jetzt nicht gerade irgendwo ist, wo es unglaublich seltene Vögel gibt, die unglaublich stark vom Fuchs bedroht sind, ist es der eine sinnvolle Grund, überhaupt mal einen Fuchs zu schießen, dass man, warum auch immer, unbedingt einen Fuchsmantel, Handschuh, Schal, was auch immer haben möchte. Ja? So,
Also das nur mal so als Beispiel. Ich finde, wenn es nicht als Nahrungsmittel dienen soll, muss irgendeine andere sinnvolle Verwendung von dem Tier da sein, damit es überhaupt bejagbar sein sollte. Außer eben, es ist wirklich dringend notwendig, eine Bestandesregulierung durchzuführen, weil sonst irgendwie das Ökosystem völlig aus dem Gleichgewicht gerät. Das ist aber nur ganz, ganz, ganz selten wirklich der Fall. Ja? Das ist zwar eine theoretische Möglichkeit, aber gut. Brrr, scheiße, ist das kalt. Eieieiei. Mir frieren ja gleich die Ohren ab. Gut. Jetzt. Wilderei ist also das Aneignen eines vorher herrenlosen Wildes, das man logischerweise dafür in Besitz nimmt. Also das Aneignen, ja, also, obwohl es niemandem vorher gehört hat. Wenn es jemandem vorher gehört hätte, wäre es ja Diebstahl. So. Unter Wilderei zählt jetzt erstmal im engeren Sinn das Nachstellen von Wild. Aha, auch schon das Nachstellen, also wenn du zu Trainingszwecken ein Reh verfolgst, um zu Trainingszwecken auf Speerwurfdistanz an das Reh ranzukommen und jetzt festzustellen, ich hätte das Reh jetzt erspähen können, was kein Mensch beherrscht, behaupte ich jetzt mal, ja. Aber nur mal so theoretisch, das wäre schon Wilderei, weil das ein aktives Nachstellen des Wildes ist. Ja? Das kann dir kein Mensch bestrafen, aber technisch gesehen ist das schon Wilderei. Das Erlegen von Wild, sofern man nicht eben dafür die Berechtigung hat, das Fangen von Wild, auch Lebendfang, das sich aneignen oder zueignen von Wild oder Wildbestandteilen, soll heißen, das kommt nämlich jetzt das nächste, gilt auch für Geweihe, Knochen und sogar Federn. Also streng genommen, eine Feder im Walde aufzusammeln, ist, das wird natürlich kein Mensch bestrafen, aber rein streng genommen, ja, wenn man das krass auslegen möchte, ist das auch schon Wilderei. Also jedenfalls einen ganzen Vogelbalg, wenn irgendwo ein riesen Haufen Federn rumliegt. Wenn man die mitnehmen würde, es könnte sein, dass man irgendwo einen Richter findet, der gleichzeitig Jäger ist, der einen dann dafür tatsächlich gegen mit einer kleinen Geldstrafe oder irgendwas verknackt, weil wegen minder schwerer Fall, aber technisch gesehen Knochen, Geweih und so weiter und so fort. Alles, was zum Wild gehört oder am Wild mal dran war, gehört auch, unterliegt dem Jagdrecht und darf nur vom zuständigen, jeweils Jagdberechtigten aus dem Wald mitgenommen werden. Ja, man darf es anfassen, man darf es sich angucken, man darf es nicht mitnehmen. Ist meiner Meinung nach Quatsch, aber es ist halt so. So. Und es gibt übrigens auch nochmal im Gesetz nochmal besonders schwere Fälle, für die man dann durchaus mit ein paar Jährchen Freiheitsstrafe bestraft werden kann. Ich glaube bis zu 5 oder irgendwie sowas. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wenn die Wilderei gewerblich erfolgt, heißt man hinterher seine gewilderten Erzeugnisse verhökert. Wenn sie regelmäßig betrieben wird, nachts, also zur Nachtzeit, zur Schonzeit, mit Schlingen oder sonst wie nicht weitmännisch durchgeführt oder eben als Gruppe von mehreren bewaffneten Personen, dass man sich gleichzeitig wahrscheinlich, das muss ja nicht zwingend so sein, aber meistens macht sich ein Wilderer gleichzeitig auch des illegalen Waffenbesitz schuldig. Meine Fresse! Heieiei! Übrigens, bei diesem Wind ist es kein Zufall, dass ich nicht im Wald sitze. Erstens ist die Lichtsituation hier besser und zweitens ist der Wind jetzt tatsächlich auch schon wieder stark genug, dass man einen Aufenthalt im Wald, ich würde sagen, man darf schon noch rein, aber längere Zeit am selben Ort sitzen ist vielleicht dann gar nicht so eine gute Idee. Ja? Also wir haben hier schon so grenzwertige Windgeschwindigkeiten. Gut, zwischendrin in Böen, das reicht aber auch. Ja? Die Böen sind das, worauf es ankommt. Gut, ja, nicht weitmännisch durchgeführt, darauf möchte ich nochmal eingehen, insbesondere der Punkt mit der Schlinge. Ja? Fallenjagd ist ja unter gewissen Bedingungen erlaubt, ist äußerst schwierig, eine richtig vernünftige Falle überhaupt aufzustellen. Es gibt nur im Grunde zwei Typen von Fallen, die zulässig sind nach deutschem Jagdrecht. Das ist zum einen die 100% sicher immer tödlich Falle, damit das Tier nicht leidet. Ja, das geht da rein und zack, dann ist es auch schon tot. Ohne dass es irgendwie mitbekommt, dass da irgendeine Gefahr ist und zack, tot. Man geht davon aus, dass dieses plötzliche, überraschende zack, tot, dass
wie soll man es sagen, ne, immer noch die schönste Art und Weise ist für ein Wildtier, um aus dem Leben zu scheiden, weil alles andere ist ja mit Leiden verbunden. Und je schneller das geht, desto angenehmer. Ne? Das ist natürlich alles, wir sprechen natürlich vom Töten von Tieren. Diejenigen von uns, die keine Vegetarier sind, sollten damit auch kein eklatantes Problem haben, weil irgendwo kommt ja unser Fleisch auch her. Ne? Schlingen hingegen, der andere Fallentyp ist der 100% sicher das Tier nicht verletzt. Ja, es fängt und ihm dabei keinen Schaden zufügt, außer dass es Angst kriegt und Freiheitsberaubung und so weiter. Ja, das ist also der andere Typ von Falle. Da muss es also super sichergestellt sein. Und es gibt nur ganz wenige Fallen, die da überhaupt zugelassen sind, die eben diese Kriterien erfüllen. Beispiel ein Wolf mit einer Fange fallen, wurde schon diskutiert. Das Problem ist, man kann aus rechtlichen Gründen keine Falle entwerfen, bisher zumindest, vielleicht hat sich das inzwischen geändert, die hundertprozentig sicherstellt und wirklich so abgenommen wird und so gesetzlich durchgeht, dass sie einen Wolf mit Sicherheit so fängt, dass der Wolf unverletzt bleibt. Ja, und wenn man das nicht 100% sicherstellen kann, dann darf man keine Falle verwenden, um zum Beispiel einen Wolf zu jagen. Ja. Alle anderen Fallen, die berühmten Bärenfallen, irgendwelche Eisengeschichten, irgendwelche zuschnappenden Fangeisen, irgendwelche Schlingenkonstruktionen, also ein Krempel, den man eventuell für Survival-Zwecke ganz lustig findet, aber auch eine nicht super professionelle Schlagfalle, irgendein Stein, der unter einem Ast steht, der Ast wird vom Tier bewegt, der Stein kommt runter, Tier ist hoffentlich tot, eventuell aber auch nur schwer verletzt. All sowas ist nicht zulässig und gilt als Wilderei, selbst wenn man einen Jagdschein besitzt. Also sämtliche Survival-Fallen, die wir so kennen und die wir so eventuell mal trainiert haben anzuwenden, sind alle aus jagdrechtlicher Sicht und auch aus Tierschutzsicht Wilderei und zweitens Tierquälerei. Wenn halt eben nicht ein entsprechender Notstand besagte Gesetze sowieso außer Kraft setzen lässt oder man halt eben in irgendeiner Situation das eigene Überleben vor das Tierwohl stellen darf, weil das eigene Überleben für einen dann doch nochmal wichtiger sein muss als eben das Tierwohl und so weiter. Also, aber in normalen Situationen ist der Umgang mit Fallen im Wald, sofern man nicht einen Jagdschein hat und die Fallenstellen auch wirklich richtig gelernt hat, immer hochgradig gefährlich, dass man da eben keine Wilderei betreibt. Und ich finde es richtig so, ja. Es gibt nichts Brutaleres und nichts Perfideres als Fallen und keinen schlimmeren Tod, als an irgendeiner Schlinge zu hängen, die gegebenenfalls nur das Bein abschnürt von dem Tier. Dann zappelt sich das Tier zu Tode, ja. Das versucht verzweifelt da rauszukommen, wird alles tun, was es irgendwie nur kann und an dieser Schlinge ziehen bis zum geht nicht mehr und sich vielleicht irgendwann auch noch die, je nachdem wie dünn diese Schlinge ist, die Pfote abtrennen und ähnliche Sachen haben, hat es schon alles gegeben. Ich will da jetzt gar nicht allzu viele schlimme Geschichten erzählen, weil es gibt da so schlimme Geschichten, dass das wirklich nicht mehr schön ist und da habe ich selber auch keine Lust drauf. Ganz ehrlich, das versaut uns nur allen den Tag. Lasst euch einfach gesagt sein, Fallenjagd, insbesondere wenn sie eben als Wilderei passiert, gehört zum perfidesten und bösartigsten und grausamsten, was man zum Töten eines Tieres machen kann. Ja, also dann ist Massentierhaltung in dieser Hinsicht wirklich noch vorzuziehen, als der Tod in so einer Falle. So, es gibt eine Ausnahme, wo man quasi wildern darf, nämlich der rechtfertigende Notstand, wenn man nämlich ein Tier antrifft, das so stark verwundet ist und das offensichtlich leidet und ganz offensichtlich, das ist auch wichtig, die Verwundung des Tieres sowieso zum Tod dieses Tieres führen wird, das muss aber auch sicher sein, dann darf man in Form von einem Notstand eben, Notstand, Notwehr, ne, wer den Paragraph sich mal durchlesen möchte, kann das gerne tun, darf man das Tier sozusagen erlösen, indem man es tötet, damit der Tod wenigstens schneller geht als dieses ewige Leiden, was das Tier jetzt vor sich hat, da es ja schwer verletzt ist. Aber, dieser Notstand bedeutet nur, dass man auf fremdem Jagdrecht das Tier trotzdem töten darf. Ja? Jedes Grundstück, das jetzt nicht befriedet ist, zum Beispiel mitten in der Stadt,
hat ein Jagdrecht drauf. Das heißt, der Grundstückeigentümer hat immer das Jagdrecht für sein Land und er kann dieses Jagdrecht entweder selber ausüben oder dieses Jagdrecht eben verpachten. Wenn er es selber ausüben muss, muss er mindestens 75 Hektar zusammenhängende Fläche haben, sonst muss er halt das restliche Land drumherum dazu pochten plus sein eigenes, um dann diese 75 Hektar zustande zu kriegen. Das sind halt eben so die Bestimmungen, brauchen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Aber wenn man jetzt ein angefahrenes Tier, das leidet, findet, irgendwo an der Straße oder man hat selber angefahren und man hält an und so weiter. Ne? Irgendwie kommt man da dazu, völlig Wurst. Wie? Dann müsste man ja dieses Tier jetzt töten, obwohl jemand anders, nämlich dem, dem das Land da gehört oder der Jagdpächter ist, das Jagdrecht hat und nur der wäre befugt, normalerweise hier Tiere wild zu erlegen und es sich anzueignen. So. Und diese Notsituation, dieser Notstand bezieht sich jetzt nur darauf, dass eben das Leiden des Tieres zu vermeiden, das Leiden des Tieres zu beenden, ein höheres Gut ist im rechtlichen Sinne als das Jagdrecht desjenigen, der es halt inne hat. So. Was man aber nicht darf, und das ist wichtig, man darf nicht den Anschein erwecken, als wolle man sich das nun getötete Tier aneignen. Ja? Also du darfst das Reh nicht selber mitnehmen und selber in den Kühlschrank schmeißen, sondern du musst quasi am besten sowieso die Polizei dazu holen, bei der Polizei die eigene Adresse hinterlegen und solche Späße, wenn sie nicht sowieso da ist. Und dann erst dürfte man das Tier erlösen. Und das übrigens auch jetzt wieder nur dann, wenn man eine Person ist, die dazu die notwendige Qualifikation besitzt. Also wenn ich jetzt da hinkommen würde, dürfte ich das Tier nicht erlösen, weil ich keinen Zettel habe, wo drauf steht oder irgendeinen sonstigen Nachweis, dass ich überhaupt in der Lage bin, diese Tötung so sachgerecht durchzuführen, dass das Tier dabei so wenig wie möglich leidet. Das ist rechtlich zwar so, aber meiner Meinung nach mal wieder völliger Schwachsinn, wenn das Tier da wahnsinnige Qualen hat. Dann ist es völlig egal, ob Malermeister Gregorius Kruxelmüller dem Vieh mit einem riesigen Stein den Schädel einschlägt oder ob da jetzt Veterinärin Claudia Kuhlenkampf vorbeikommt und dem Tier eine entsprechende Einschläferungsspritze verpasst. Ja? Letzteres ist natürlich besser. Aber ob du jetzt da warten musst, eine Stunde, bis da jemand, der jetzt nun die notwendige Fähigkeit hat, dieses Tier von seinen Leiden zu erlösen, des Weges kommt, oder ob man das selber mit irgendeiner sicher tödlichen, wenn auch unschönen Methode betreibt, ich würde sagen, das selber machen, so schnell wie möglich, ist immer vom Leid für das Tier her, der warten, bis jemand kommt, der das Ganze möglichst schmerzlos machen kann, Situationen vorzuziehen. Wer ist denn berechtigt, so ein Tier zu töten in so einem Notstandfall? Zum Beispiel Veterinärmediziner, bis zu einem gewissen Grad auch ein normaler Mediziner, also humane Arzt auf gut Deutsch, ein Jäger. Ein Fleischer oder Metzger, sofern der innerhalb seines Berufs hin und wieder mal auch selber ein Tier tötet, um daraus dann eben Wurst zu fabrizieren und ähnliches. Ja, und das war es eigentlich im Wesentlichen. Viel länger ist die Liste nicht. Vielleicht noch jemand, der aufgrund seiner Lebensumstände, weil er zu Hause jede Menge Tiere hat, regelmäßig damit konfrontiert ist, selbst zu schlachten. Dann könnte man zumindest vor dem Gerichtsprozess, und das ist der Scheiß, du musst, wenn du dieses Tier erlöst, sogar noch damit rechnen, dass du eventuell verklagt wirst vom Jagdrechtinhaber, weil der das nicht wollte und weil du eventuell nicht qualifiziert genug gewesen wärst, na, das Tier jetzt zu töten. Und dann wäre es zum Beispiel noch so eine grenzwertige Situation, man hat daheim eben selber Tiere und schlachtet selbst, sowas in der Richtung. Ja, also dieser Notstandgeschichte. Ich meine, es ist ja schön, dass es überhaupt irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man nicht die Polizei rufen muss, die Polizei kommt, Tier leidet weiter. Polizei ist in, sagen wir mal, 15 Minuten da, Tier leidet weiter. Polizei kommt an, stellt fest, ja, okay, das ist blöd. Polizei guckt nach, wer ist denn hier der Jäger, ruft den Jagdpächter speziell, ruft den Jagdpächter an, der Jagdpächter kommt, halbe Stunde später, im besten Fall ist der dann da, Tier leidet fleißig weiter. Angenommen, ich oder derjenige, der jetzt mir jetzt zuschaut, hallo,
ist derjenige, der das Tier gefunden hat. Nebendran liegt ein Riesenstein, man hätte das Tier erlösen können. Ja, diese Rechtssituation ist beschissen und gehört dringend reformiert, meiner Meinung nach. Das war es aber im Wesentlichen, was man aus rechtlicher Sicht zur Wilderei wissen muss. So, wir machen einen Schnitt und dann kommen wir zur Geschichte. So, Geschichte der Wilderei. Ich möchte das mal grob, ausführlich genug, drei Phasen unterteilen. Es gab die Zeit vor dem Hochmittelalter, grob Hochmittelalter, ne? Also sowas um 1000, so ganz grob. Bis dahin ist auch nach Regionen je nach unterschiedlich. Und wir beziehen uns immer wieder noch auf den Großraum Deutschland, sage ich jetzt mal. Deutschland plus angrenzende Gebiete oder Mitteleuropa, wenn man das so nennen möchte. Da war das ungefähr überall mehr oder weniger gleich. Da gab es bisher, also bis ungefähr 1000, grundsätzlich freie Jagd für jedermann. Wild gehört niemand. Wer also in den Wald gehen will, jeder Freie wohlgemerkt, durfte also die Jagd selber ausüben, durfte auf die Jagd gehen, um sich eben Nahrung zur Ergänzung zu besorgen, um sein Feld zu verteidigen gegen alles, was auf dem Feld gerne fressen möchte. Also wenn die Wildsau kommt und den Acker umgräbt, das ist heute schon nicht schön, das war damals existenzbedrohend. Wenn der Hirsch kommt und den Acker halber leer frisst, dann, das war damals wirklich eine Riesenkatastrophe, und wenn es dumm gelaufen ist, bist du im Winter verhungert, weil halt eben du deinen Acker nicht verteidigen konntest vor dem bösen Wild, das da kommt und deinen Acker leer frisst. Raubtiere mögen auch ein Thema gewesen sein für das Vieh, das der Bauer ja mit Sicherheit auch noch irgendwie gehabt hat, oder zumindest teilweise. Manche Landwirte werden ein bisschen Vieh gehabt haben, und dann war das natürlich auch ein Thema. Und auch da war eben das Recht zu jagen durchaus ein legitimes Mittel, um die dann halt eben wieder loszuwerden. Die bösen Wölfe, die bösen Pumas, Tiger, Gargoyles und Gremlins, die da hinter den Schafen her sind und so. Ne? So, also bis ungefähr 1000 war das gang und gäbe. Jeder, der frei war, konnte jagen gehen. Wer war denn nicht frei? Ja, ein Sklave. Hatten wir da auch noch so eine Zeit lang, ne? Dieses interessante Konstrukt. Nur die Amis, die hatten es noch ein bisschen länger als wir. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls. Ab 1000 gab es dann eine tolle neue Idee, nämlich dem Adel war langweilig. Die hatten ja nicht viel zu tun, die waren ja nur damit beschäftigt, adlig zu sein, hatten sonst keinen Job. Also hat der Adel beschlossen, uns ist langweilig, lass uns jagen gehen. Und für das Jagdtreiben des Adels, was absurde Formen angenommen hat, hat man eben sämtlichen anderen Leuten die hohe Jagd abgesprochen. Teilweise hatten Freie, und da gab es dann gar nicht mehr so viele Freie, weil die meisten waren ja leibeigene Bauern auf dem Land. Freie hatten dann vielleicht unter Umständen, kommt jetzt drauf an, wo wir uns genau befinden, aber sage ich jetzt einfach mal so, hatten noch die niedere Jagd inne, durften also, wenn es gut gelaufen ist, noch auf Rebhuhnjagd gehen, Fasanjagd, sowas in der Richtung, wobei ich gar nicht weiß, ob ein Fasan schon zur höheren Jagd gehört. Jedenfalls, auf jeden Fall, alles, was größer ist als Reh, war höhere Jagd. Ja? Ich weiß nicht, ob das Reh jetzt damals dazugehört hat oder ist es auch wurscht. Ja? Dadurch, dass der Adel da Spaß haben musste, was übrigens so abgelaufen ist, dass die Bauern dann teilweise sogar noch zum Jagdfrohen verpflichtet waren und für den Adligen, der da jeweils zuständig war, das Wild quasi durch den Wald treiben mussten in einen sogenannten Einstand, also wirklich irgendeine Bretterpalisade, wo man noch eine Tribüne dran geklatscht hatte. Auf dieser Tribüne stand dann der jeweilige Fürst, gegebenenfalls noch mit seinen jeweiligen Adelsdamen, um die zu beeindrucken, mit dem Gewehr. Und man hatte eben dann in diese Palisade sämtliches Wild reingetrieben, hat dann das Tor zugemacht von dieser Palisadenanlage. Und das war das sogenannte eingestellte Schießen. Der Trend das war erst später, das war jetzt nicht im Hochmittelalter, sondern eher so 1700 Ungrad ungefähr, um ein grobes Datum zu haben. Und da hat man dann von dieser Tribüne aus mit munteren Snacks und Getränken und Dienerschaft, die einem das dann gereicht hat, von dort aus dann alles erlegt, was da irgendwie jetzt rein
reingetrieben war in diese Palisade. Und wenn die da leider dann irgendwie sich versteckt haben, weil da noch ein bisschen Buschwerk da war und der Hirsch kam nicht raus und der arme Fürst kam nicht zum Schuss, dann musste halt irgendein Bediensteter in die Palisade reinhüpfen, um das arme Wild da dann nochmal aus dem Busch rauszutreiben. Und wenn man den dann auch mal getroffen hat, den Bediensteten, ja, dann war das halt so. Das ist dann bedauerlich, aber kann ja mal passieren. Immerhin ist das ein großes Vergnügen, dieses eingestellte Schießen da. Also eine Perversion sondergleichen im Grunde. Hat jetzt nichts mit Wilderei zu tun, sondern war hochgradig legal. Aber in dieser Welt, ja, wo der Adel diese Privilegien ausgelebt hat, kam Wilderei zum ersten Mal auf. Beziehungsweise noch früher, bevor sie das eingestellte Schießen erfunden haben. Aber quasi ab dem Moment, wo nur noch der Adel jagen gehen durfte, kam Wilderer auf. So, und die ersten Wilderer wurden vom Volke eher als was Positives angesehen. Weil die schlagen den blöden Herren da ein Schnippchen, die lassen sich nicht erwischen und gegebenenfalls verteilen die das Wild, was erlegen, das Wildbrett sogar noch unter der armen Bevölkerung und tun damit allen was Gutes. Meine Fresse, ist echt windig. Und deswegen, der Wilderer, das war eher sowas wie der Freischütz. Wer sich mal zum Freischütz ergoogeln möchte, das ist ein bestimmt schönes Theaterstück, wo es eben um einen Wilderer im Grunde geht, den sogenannten Freischütz. Und ja, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls, das war was Positives. Ja, in der Bevölkerung wurde ein Wilderer immer als so eine Art Robin Hood angesehen. Robin Hood ist ja von der eigentlichen Entstehung her erstmal auch bloß ein Wilderer gewesen. Die Idee, dass das auch ein Adliger war, der von den Kreuzzügen wiedergekommen ist, Robin von Locksley und so weiter, pipapo und so, das ist alles nicht so authentisch. Am authentischsten ist, dass das ein einfacher Mann gewesen ist, der Wilderer gewesen ist, der immer erfolgreicher geworden ist, der irgendwann beschlossen hat, man könnte ja auch mal Geld Transporte und ähnliches überfallen und dann halt eben, wie viele eben dieser romantisierten, heroisierten Wilderer seine Beute auch mit den armen Leuten geteilt hat. So, aber das ist das, was man in den Quellen so lesen kann, wenn man von der ländlichen Bevölkerung ausgeht. Was es aber auch mit Sicherheit häufig gegeben haben wird, dass diese Wilderer sich sozusagen wehren mussten gegen die ersten Forstbeamten, die auch zu der Zeit aufgekommen sind, als es die ersten Wilderer gegeben hat, deren Aufgabe es war, im Prinzip nur Wilderer zu fangen, ja, zu jagen. Menschenjagd sozusagen. Eigentlich könnte man auch fast sagen, das waren Kopfgeldjäger, wenn man so will. Und die sind dann halt eben hinter den Wilderern her gewesen. Und so ein Wilderer, wenn der erwischt wurde, dann wurde der halt aufgeknüpft oder sonst irgendwie einen Kopf kürzer gemacht oder irgendwie gekillt jedenfalls. So. Und deswegen hatte so ein Wilderer nicht allzu viel zu verlieren. Und deswegen kann man davon ausgehen, jetzt sage ich dauernd deswegen, dass der Wilderer um sein Leben gekämpft haben wird. Und da diese Wilderer sich oft sehr, sehr, sehr gut in ihren jeweiligen Wäldern auskannten, oft besser als so ein Freizeitjäger oder irgend so ein, ja, damaliger Forstbeamter, der die Aufgabe hatte, ein Riesengebiet zu überwachen, hat er sich ja natürlich kleinräumig nicht so gut ausgekannt. Und gerade bei Guerilla-Kampftaktik im Wald sozusagen ist die Kenntnis des Ortes ein Riesenvorteil, was dazu geführt hat, dass da reihenweise dieser Forstbeamten eben das Zusammentreffen mit dem Wilderer nicht überlebt haben. Zur damaligen Zeit mag das ja vielleicht heute nicht mehr besonders schockierend erscheinen, weil ich meine, immerhin haben diese Wilderer, die waren ja gute, die haben sich ja gegen die böse, böse adlige Obrigkeit widersetzt. Aber ihnen galt halt ein Menschenleben nicht besonders viel. Die allermeisten Wilderer werden wahrscheinlich generell eine ziemlich verbrecherische Lebensart geführt haben, ja, einen verbrecherischen Lebenswandel und vor einem Mord eben nicht sehr lange gezögert haben, sage ich jetzt mal vorsichtig. So, dieser Zustand ging quasi weiter. Mehr oder weniger dasselbe in Grün, mit moderneren Waffen, mit mehr Forstbeamten, mit gegebenenfalls mehr Wilderern, irgendwann mit dem Schießgewehr. Die ersten Wilderer waren ja noch mit Bogen unterwegs, dann später hatte man vielleicht eventuell eine Armbrust, insbesondere wenn man in der Schweiz unterwegs war. Ne? Die Schweizer haben ja alle Armbrüste bekanntlich. Und so ging das halt immer einher, bis
zur 1848er Revolution, zumindest hier bei uns in Deutschland, das Jagdprivileg des Adels aufgehoben wurde und ab sofort durfte jeder, der Eigentum besaß, auf seinem Grund und Boden selbst die Jagd ausüben. So, das bedeutet, du musstest also, gut, du musstest nicht mehr adelig sein, aber du musstest Grund und Boden besitzen, was dann immer noch große Teile der Bevölkerung, wir reden hier von 1848, da gab es schon die erste Industrialisierung, ne, was heißt die erste, die war schon ein Stückchen fortgeschritten und es gab einen Haufen arme Arbeiter eben auch in den Städten, die davon überhaupt nichts gehabt haben, dass sie, wenn sie Land besitzen würden, auf dem man jagen könnte, da sagen dürften. Ja, also hat nicht allzu viel gebracht. An den Grundbesitz gekoppelt ist das Jagdrecht ja auch heute noch und damit schließt sich quasi die Geschichte. Man sollte also meinen, ab 1848 hat die Wilderei etwas nachgelassen, weil ja der Adel weg war, sozusagen, beziehungsweise das Privileg desselbigen. Aber, nee, nicht wirklich, weil eben die ganz Armen, die keinen Grund hatten und immer noch nicht jagen durften, genau die waren, die jagen mussten, um sich noch ein bisschen zusätzliches Einkommen zu verschaffen. Außerdem wurde Wildbret und sonstige Wildbestandteile langsam als Handelsgut massiv interessanter. Auch für irgendwelche Adligen, die jetzt nicht mehr automatisch Jagdprivilegien besaßen, die haben dann wohl scheinbar teilweise auch mal für ein besonders schönes 18-Ender-Hirsch-Trophäenteil da durchaus auch mal Geld gezahlt, um eben so zu tun, als hätten sie selber diese Heldentacht verbracht, einen 18-Ender-Hirsch zu schießen, der im Übrigen nicht weiter schwieriger ist, als zu schießen als ein Spießer. Ja gut, der ist vielleicht, der hat nur zwei Enden, das ist noch ein ganz junger. Gut. So ein 18-Ender, der ist natürlich erfahrener, der wird entsprechend ein bisschen vorsichtiger sein, aber eine Heldentat ist das nie gewesen, wird es auch noch niemals sein und Trophäenjagd, wie gesagt, ist scheiße. Um der Trophäe willen. Wenn sie da zusätzlich sowieso dranhängt, ist es mir egal. So. Ja, das also grob diese Sache der Reihenfolge der Wilderei. Und die heroische Wilderei, die mag es also eben durchaus gegeben haben, dass der eine oder andere, es sind so auch ein paar Namen bekannt, ich will sie jetzt nicht nennen, die kennen wir eh alle nicht mehr, aber es gibt ein paar Namen von wirklich Robin Hoods quasi, die genau so gelebt haben, wie man sich das bei Robin Hood vorstellen darf, die dann eben mit den Armen geteilt haben und so weiter. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass Wilderer durchaus sich Schießereien mit den Behörden geliefert haben, kommt noch erschwerend dazu, dass die allermeisten gar nicht groß mit der Flinte losgezogen sind und auch nicht mit dem Bogen und der Armbrust, weil um aktiv dem Wild nachzustellen und es per Waffe zu erlegen, braucht man schon ein gewisses Geschick. Einfacher und effizienter, wenn einem völlig egal ist, wie das Vieh verreckt, dass man da eben entsprechend wildert. Und in diesem Zusammenhang nochmal, Vieh ist bei mir nicht abwertend gemeint. Meine Katze heißt auch das Vieh oder Stinkevieh oder sonst wie. Das ist einfach mein Sprachgebrauch. Ich halte es für blödsinnig, von edlen Tieren und dem minderwertigen Vieh zu sprechen. Genauso wie ich es blöd finde, dass manche Begriffe für einen Menschen automatisch abwertend sind und andere wieder nicht. Homo sapiens ist sowieso nichts, wovon ich besonders viel halte und deswegen, da könnt ihr mich jetzt wieder, könnt ihr euch jetzt wieder aufregen. Was? Das edle Wild darf man doch nicht Vieh nennen. Es ist doch edler als anderes. Alle Lebewesen sind meiner Meinung nach gleich wertvoll. Im Grunde nur, dass man halt eben sich ums eigene Überleben kümmern muss und das bedeutet als Säugetier, dass man eben andere Lebewesen automatisch töten muss, damit man was zu essen hat. Wenn es keine Tiere sind, dann sind es mindestens Pflanzen. So. Nur weil sich da regelmäßig jemand aufregt. So ein durchschnittlicher Wilderer war also keinesfalls irgendwie so ein heroischer kleiner Strauch, Tunichtgut, der sich der Obrigkeit widersetzt hat, sondern eben ein fieser. Und in diesem Fall kann man fast mal einen Begriff, den PETA so gerne verwendet, also PETA, diese Tierschutzorganisation, die Radikale, verwenden, weil das waren schon ziemlich Tiermörder und denen wird es ziemlich egal gewesen sein, wie lange das Vieh jetzt in der Falle verreckt, ob es mit der Pfote drin hängt, ob es mit dem Hals drin hängt, oft war es denen sogar lieber, wenn das Tier mit der Pfote drin hängt und sich zu Tode strampelt, weil dabei geht das wertvolle Fell ja wenigstens nicht kaputt, je nachdem was man halt jeweils gejagt hat. Also wirklich saumäßig grausame Situation,
da so ein Wilderer nicht regelmäßig rausgekommen ist, um seine Fallen zu kontrollieren, kann man davon ausgehen, dass das Tier nicht irgendwann erlöst worden ist, sondern sich wirklich zu Tode gestrampelt hat, vielleicht über 2, vielleicht über 3 Tage, wenn es lange gelebt hat, vielleicht auch über 1 Woche, weil zu öfter wird er nicht gekommen sein, um seine Fallen zu kontrollieren. Ja, entsprechend viele Fallen legt man an, dann ist es einem egal, ob in der Hälfte der Fallen vielleicht da schon angefressen ist, was sich drin verfangen hat, weil man hat ja genug Fallen angelegt. Schlingfallen sind billig. Ja, also wir können damals wie heute davon ausgehen, dass Wilderer wirklich nicht besonders daran interessiert gewesen sind, die Art ihrer Jagd, wenn man das so nennen möchte, besonders weitgerecht, also sprich möglichst schonend für das Tier zu gestalten. Das heißt, den heroischen Wilderer, von dem man immer mal wieder gerne hört, insbesondere im bayerischen Raum gibt es da viele Beispiele für heroische Wilderer, die gab es bestimmt, ja, aber die waren mit Sicherheit Ausnahmen. Und vor allen Dingen, es wird ja nur über die berichtet, die irgendwie hervorgestochen sind, die ganz normal gewesen sind und sie nicht durch irgendwelche Besonderheiten hervorgetan haben, die hat die Geschichte schon längst wieder vergessen. Das werden die meisten, in den meisten Fällen, salopp gesagt, Arschlöcher gewesen sein. So. Theoretisch, der gute Wilderer, der vergleichsweise gute, was treibt der heute, um jetzt mal in die Gegenwart zu kommen? Naja, der schießt möglichst weitgerecht oder um nicht zu sagen ganz, ganz weitgerecht, folgende Tierarten, Reh, Wildschwein, Rotwild und vielleicht noch die Gams, gegebenenfalls vielleicht noch Dammwild, da wo das halt eben regelmäßig vorkommt. So, und das macht er eben nur schießen, nicht irgendwelche quälenden Fallen, sondern nur schießen und das quasi genauso gut wie jeder andere, der auch einen Jagdschein hat und möglichst mit einem Blattschuss, damit das Tier möglichst wenig leiden kann und auf sowas liegt der Wert. So, das wäre der mehr oder weniger gute Wilderer. Trotzdem rennt er illegal mit irgendwelchen Waffen rum. Wir wissen da nichts drüber und dürfen uns ein bisschen fragen, wenn Leute illegal mit Waffen im Wald rumrennen, ist das vielleicht unbedingt nicht so gut für die Gesellschaft gegebenenfalls. Eventuell, ja, weiß man nicht. Ja, aber angenommen, der würde so jagen, der Schaden hielte sich in Grenzen, weil die entsprechenden Tierarten auch in keinster Weise in ihrem Bestand bedroht sind. Zumindest meines Wissens derzeit überhaupt gar nicht. Bei der Gams kann man sich stellenweise ein kleines bisschen streiten, aber bei den anderen ist es absolut eindeutig, dass auf die schon durchaus jede Menge Jagd gemacht werden darf. Dieser gute Wilderer hält sich vielleicht sogar noch an die Schonzeiten und selbst wenn er es nicht tut, dann ist der Schaden, den er damit anrichtet, bei den genannten Tierarten eher gering, sage ich jetzt mal. Man sagt ja, es wäre zum Beispiel grausam, eine führende Ricke wegzuschießen, also sprich eine Rehdame, die mit Nachwuchs unterwegs ist, weil wenn du die wegschießt und der Nachwuchs ist noch zu klein, um allein klarzukommen, dann wird der Nachwuchs einfach verhungern und damit auch wieder einen qualvollen Tod erleiden. Und das gilt als nicht weitgerecht, sowas zu tun. Nehmen wir mal an, unser guter Wilderer nimmt auch auf sowas Rücksicht. So, welcher Schaden geht also jetzt noch von diesem guten Wilderer aus? Naja, halt eben ein gewisser Bruch des Rechts, Bruch des Eigentums, dass er sich irgendwie den Jagdschein sparen möchte. Der kostet immerhin ein bisschen Geld, gar nicht mal so wenig, aber auch nicht so, dass man ihn niemals bezahlen könnte. Also ich denke, die allermeisten von uns, wenn wir jetzt nicht wirklich an der Existenzminimum rumknabbern, könnten so lange sparen, bis man sich irgendwann mal so einen Jagdschein leisten könnte. Aber gut, diesen Wilderer, den mag es geben, aber der ist mit Sicherheit also selten. So. Alle anderen, die das nicht so betreiben, wie gerade beschrieben, sind Arschlöcher. Grundsätzlich. Ja? Und je nachdem, wie intensiv die Tierquälerei bei ihrer Form der, ich will es nicht Jagd nennen, des Fangens von Tieren betreiben, möchte ich denen im Grunde etwas wünschen, was man aus ethisch-moralischen Gründen niemandem wünschen sollte, aber ich mache es trotzdem, in Gedanken. Ich muss es ja nicht aussprechen. Ne? Es hat jedenfalls was mit schlimmen Dingen zu tun. Ja? So, Beispiel. Insbesondere beliebt die Jagd auf Greifvögel. Da hätten wir teilweise einfach aus Spaß, weil jemand Lust darauf hat, irgendwelche großen Vögel runterzuschießen und dann vielleicht gegebenenfalls für sein eigenes Album, weil im Internet posten wird man es dann doch nicht, noch ein Foto zu machen mit dem gerade runtergeschossenen prächtigen Vogel.
der erheblich prächtiger ist, solange er nicht runtergeschossen wird, meiner Meinung nach. Also reiner Spaß am Töten ist einmal die große Motivation, insbesondere bei der Vogeljagd. Es gibt Idioten, die der Meinung sind, und das ist aber eher selten, denke ich, bei der Vogeljagd insbesondere, die einen Jagdschein haben, aber irgendwie mit dem Jagdrecht nicht zufrieden sind und dann als Jäger, der legal draußen sitzt und eigentlich legal jagt, trotzdem Zeug zu schießen, was man nicht schießen darf, insbesondere irgendwelche Raubvögel beispielsweise oder ein Luchs oder ein Wolf, kommen wir gleich noch zu, einfach weil er aus irgendwelchen fehlgeleiteten Gründen der Meinung ist, die wären irgendwie schlimm für die Population von was auch immer. Ja. Das gibt's. Was es auch gibt, leider, ist der Markt mit geschossenen Vögeln, weil die kann man ja immer noch ausstopfen und dann gibt es irgendwo einen Scheich oder einen reichen Chinesen oder einen reichen wen auch immer oder einen reichen Hollywood-Schauspieler oder wer auch immer, ne, Hauptsache reich, der dann für sowas unglaublich viel Geld bezahlt, weil er es haben muss, weil er ein Arschloch ist. Dementsprechend auch das gibt es. Was es zum Beispiel auch noch gibt, ich will jetzt gar nicht alle Einzelfälle aufzählen, aber Eulen. Die Jagd auf Eulen und der Versuch, Eulenleben zu fangen, was ganz oft nicht funktioniert und dann sind sie halt schwer verletzt und verrecken dann doch. Der Versuch, Eulenleben zu fangen, hat zum Beispiel massiv zugenommen. Das will ich jetzt niemandem vorwerfen. Dafür kann weder die Autorin was, noch die Leute, die die Filme gemacht haben, nach Harry Potter. Ja? Ach, den Harry Potter Film, weil da hat ja jeder Zauberer gefühlt eine Eule und das ist irgendwie cool und dann wollte alle Kinder eine Eule haben und wenn es dann Kinder von irgendwelchen reichen Oligarcheneltern sind, dann gucken die halt, dass die irgendwo eine Eule herkriegen, damit ihr Kind, jammer, ich will eine Eule, dann halt auch eben entsprechend eine Eule bekommt. Also das nur mal so als Beispiel und generell, wie kommen denn Greifvögel in Privatbesitz, die dann eben auch zur Beizjagd verwendet werden können und so weiter. Einmal durch Zucht und einmal durch Aufpäppeln verwundeter Tiere, die sonst nicht überlebt hätten und einmal durch illegale Aktivitäten. Ja? Beziehungsweise das Fangen und dann halt eben verhökern für viel Geld und wenn man dann irgendeinen tollen Falken hat, der toll ausschaut, der dann für irgendeinen Scheich, der gerne mit dem Falken jagt, interessant ist, dann kannst du da enorme Summen verdienen und dann wird das alles ganz interessant. Auch Singvögel werden zum Beispiel jetzt international, ich beziehe mich jetzt primär auf Deutschland, international gibt es natürlich noch ganz große Scheiße, ja, selbstverständlich. Aber zum Beispiel Singvögel werden gerne beim Weg übers Mittelmeer mit riesigen Netzen gefangen, um dann verspeist zu werden. Die Population ist davon mehr als nur bedroht, die wird demnächst erlöschen, wenn die Idioten damit nicht aufhören, aber man kann sie nicht alle töten, also drum lächle. Gut, nicht, dass ich die wirklich alle töten möchte. Also nicht wirklich, wirklich. anderes Tier. Übrigens nochmal ganz kurz zusammenfassend zu den Greifvögeln. Jede Jagd auf Greifvögel derzeit ist völlig ökologischer Unsinn. Ja, es gibt keinen Greifvogel, der in irgendeiner Form aus irgendwelchen vorgeschobenen ökologischen Gründen derzeit bejagt werden müsste. Keinen. Wolf. Wenn Wölfe geschossen werden, gewildert werden, also Wölfe werden, wenn sie geschossen werden, fast nur gewildert, die paar legalen Abschüsse, die wir bisher in Deutschland hatten, das waren wirklich nur sehr, sehr, sehr wenig. Trotzdem haben wir eine relativ hohe Zahl mit vermutlich abgeschossenen Wölfen. Das heißt, die sind alle gewildert worden. Es ist vollkommen Wurst, ob das der Jäger selbst macht, der dann auch wildert. Also ein Jäger, ein legal jagender Jagdscheinbesitzer kann trotzdem auch Wilderer sein, wenn er halt neben legalen Abschüssen auch illegale Abschüsse durchführt. Also so, es könnten bekannte Jäger gewesen sein, die dann auch behördlich bekannt sind und das Prinzip anwenden, schießen, schaufeln, schweigen, weil dann findet man den Wolf im Regelfall auch nicht. Der Wald ist groß und wenn du da irgendwas verbuddelst, das nicht vermisst wird, ne? Wenn es der Mann von der Ursula Krause ist, dann mag das gegebenenfalls nochmal einen gewissen wo ist eigentlich mein Mann abgeblieben Effekt herbeiführen. Aber wenn es einfach nur irgendein Wolf ist, von dem keiner so genau wusste, ob der überhaupt in der Region unterwegs ist oder nicht, dann sieht die Situation nochmal ganz anders aus. Und deswegen werden nur ganz wenige überhaupt gewilderte Wölfe gefunden. Die Dunkelziffer ist extrem hoch. Übrigens auch für jede andere Form der Wilderei ist die Dunkelziffer sehr hoch. Das ist nur am Rande angemerkt.
Mal abgesehen davon, dass diese Wölfe nicht unbedingt gerade besonders schonend erlegt werden und es auch da wieder Fallen gibt, in denen sie dann qualvoll verenden, muss man sagen, zur Wolfspopulation ist die durch Wolfswilderei gefährdet. Sieht nicht so aus. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Wolfswilderei was Gutes ist, keineswegs, überhaupt nicht. Aber wir, die wir Wölfe mögen, wenn wir Wölfe mögen, auch wenn wir sie nicht mögen, dann finden wir die Wilderei vielleicht ganz dufte, aber vielleicht, weiß ich nicht. Aber die reicht nicht aus, um den Bestand der Wölfe so weit zu dezimieren, dass deren Ausbreitung in Deutschland gestoppt würde, nach derzeitigem Stand. Das heißt, als derjenige, der Wilderei scheiße findet, muss man sich um den Wolf, die Bedrohung des Wolfes durch Wilderei, erstmal keine Sorgen machen. Ich meine, es ist dann trotzdem schlimm, aber die Population ist nicht gefährdet. Ganz anders sieht es aus beim Luchs. Beim Luchs Probleme, Probleme, Probleme. Es gibt zum Beispiel in der Grenze des Bayerischen Waldes das sogenannte Luchs-Verschwinde-Bermuda-Dreieck. Das ist in Fachkreisen inzwischen wirklich relativ bekannt geworden, weil im Bayerischen Wald gibt es Luchse. Es sind ungefähr 20 Stück und es bleiben ungefähr 20 Stück, weil sämtliche Luchsreproduktion, die stattfindet, nur so 2 Jahre, 3 Jahre, und die sind alle besendet und alle werden entsprechend beobachtet, soweit man das eben kann mit modernen Methoden, nur 2 bis 3 Jahre alt wird, vielleicht mal auch 3,5, und dann sind sie verschwunden und keiner weiß wohin. Prinzip schießen, schaufeln, schweigen. Ne? Und das führt gerade eben bei den, ja, in dieser Region eben im Bayerischen Wald dazu, dass die Wuchspopulation ums Verrecken nicht wachsen möchte. Der Luchs ist grundsätzlich ein sich langsam reproduzierendes Tier, das auf große Reviere angewiesen ist. Das heißt, wenn wir Luchs flächendeckend in Deutschland wieder haben wollen, was deutlich unproblematischer ist als beim Wolf, dann müssen wir wirklich gucken, dass der nicht immer weggeschossen wird. Weil der Luchs ist sehr wohl eben durch Wilderei bedroht. Da ist ein einzelnes Tier, was fehlt, elementar wichtig für die Gesamtpopulation. Das Ausbreitungspotenzial vom Luchs ist nämlich genau genommen fast gar nicht vorhanden. Alle Luchsgebiete, die wir haben, alle Nationalparke sind es meistens, in denen der Luchs vorkommt, existieren nur deswegen, weil man ihn da ausgesetzt hat und ihm ideale Bedingungen zur Verfügung stellt oder zumindest versucht, damit er sich halt eben vermehren kann. Von alleine breitet der sich gar nicht aus. Und wenn man ihn zusätzlich eben entsprechend jedes Mal alle paar Jährchen einen wegschießt oder nach ein paar Jahren spätestens ihn entdeckt hat und ihn wegschießt, dann ist die Ausbreitung des Luchses zum Scheitern verurteilt. Weil mit 20 Exemplaren kriegst du im Bayerischen Wald keine funktionierende Luchspopulation zustande. Luchse sind, was die Genetik angeht, ja, relativ daran gewöhnt, mit nur wenigen Partnern in einer großen Region auszukommen. Das heißt, man braucht nicht so viel Luchs, um eine stabile, sich selbst reproduzierende Luchspopulation zu haben, aber mehr als 20 auf jeden Fall. Und so ist das Luchsprojekt in Bayern also quasi zum Scheitern verurteilt durch Wilderei. Hat das also nur mal als ein Beispiel, wo die Wilderei massiven Schaden ansetzt. Außerdem, es werden noch Giftköder verwendet, dann verrecken die Tiere noch elendiger, als das in Fallen der Fall ist. Wobei, ist glaube ich alles ungefähr gleich böse. Aber da gibt es so wirklich sehr, 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 sehr sympathische, freundliche Praktiken. Ja, das Licht ist gleich weg, aber ihr müsst mir ja primär zuhören und nicht zugucken. Also beim Luchs ist es vielleicht mit das größte Problem. Die Wildkatze, die können wir relativ kurz abhandeln, die ist ja auch wieder auf dem Vormarsch durch verschiedene, vor allen Dingen Biotopschutzgebiete, Maßnahmen, dass mehr Lebensraum für die Wildkatze zur Verfügung steht, kann die sich jetzt wieder mehr ausbreiten. Aber da man Wildkatze optisch nicht so sehr von normaler Hauskatze unterscheiden kann und es dann jetzt wieder, da ist legale Jäger sind da eher das Problem. Es tut mir leid, ich will euch jetzt nicht wirklich niemandem ans Bein pinkeln. Wer das nicht macht, das ist ja schön. Aber es gibt halt auch ein paar legale Jagdscheininhaber, die gerne Jagd auf Katzen machen, weil sie ein Riesenproblem mit Katzen haben, weil Katzen gegebenenfalls mal einen Vogel fangen oder mal eine Maus oder irgendwie aus Gründen, die man sich dann ausdenken kann, im Wald nichts zu suchen haben sollen. Und dabei wird dann halt auch gerne mal eine Wildkatze abgeschossen. Bei der Hauskatze ist das legal in den meisten Bundesländern, nicht in allen, in Baden-Württemberg zum Beispiel darf man es nicht.
Bei der Wildkatze wäre es Wilderei. So. Und wenn man hinterher feststellt, hups, das war ja eine Wildkatze, schießen, schaufeln, schweigen. Es gibt auch vielleicht den einen oder anderen Verklärten, der einfach Wildkatzen nicht mag und deswegen aktiv Jagd auf die macht. Aber ich denke, das werden nicht allzu viele sein. Derzeit sieht es so aus, als würde sich der Wildkatzenbestand trotzdem ausbreiten. Und das Thema Wilderei, was trotzdem neben Verkehr Todesursache Nummer 2, abgesehen von natürlichen Todesursachen wie war alt oder ist verhungert, Winter war zu kalt, irgendwie sowas, was nicht mehr häufig vorkommt. Aber davon abgesehen ist es Todesursache Nummer 2. Gilt übrigens auch bei allen anderen Tieren, Wolf, Luchs, Greifvögel und so weiter. Wenn es nicht Verkehr oder Infrastruktur verursacht, den Tod verursacht, dann ist es Wilderei. Oder natürliche Todesursachen. So, die Dunkelziffer. Wir haben keinen Schimmer, wie hoch die Dunkelziffer eigentlich ist. Zum Teil kann man noch nicht mal richtig Management oder Monitoring von seltenen Arten wie dem Luchs richtig vornehmen, weil da schon wieder welche fehlen, aus unerklärlichen Gründen, bevor man überhaupt die besendern kann oder ähnliches. Ja, und die Sender werden dann komischerweise sonst irgendwo gefunden oder senden plötzlich nicht mehr. Kriegt man ja relativ schnell kaputt, mit dem Stein draufkloppen, dann ist das Ding hin. Wir wissen, dass wir 2017 1020 Fälle von Wilderei hatten, die aktenkundig geworden sind, sprich die angezeigt worden sind. Wir gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich eher 10.000 Fälle gehabt haben. Das Doofe ist, bei dem Versuch, Wilderei anzuzeigen, kann man es im Grunde eigentlich fast auch schon wieder sein lassen. Die Chance, dass eine Wilderei aufgeklärt wird, und dann hinterher auch noch jemand dafür verurteilt wird, die geht gegen irgendwo 0,5%. Na? Es ist also super unwahrscheinlich. Beispiel, es wurde mal ein Täter ermittelt, der das mutmaßlich getan haben, ein Tatverdächtiger muss ich sagen, der mutmaßlich gewildert haben soll. Und zwar, ich glaube es war ein Luchs. Und der hat einfach... Ein Wolf war es genau. Und der konnte dann nicht verurteilt werden, beziehungsweise die Ermittlungen wurden eingestellt, weil der einfach gesagt hat, und Zeugenaussagen gab es natürlich nicht, bei der Tat war ja kein Mensch anwesend, außer ihm selber, weil der gesagt hat, ja, ich dachte, das wäre ein Hund, ein Streunender. Ein streunenden Hund schießen wäre legal, insbesondere in Bayern. In Bayern ist das wohl passiert. Demzufolge, nichts passiert. Ja? Man kann es ihm nicht beweisen. Man bräuchte, und das ist eine Forderung vom WWF, die haben dazu relativ langen Forderungskatalog, der unglaublich viel Geld kostet, den ich demzufolge nicht für realistisch halte. Was natürlich nicht heißt, dass das eine schlechte Idee ist, was die da haben. Ja? Gegen Wilderei vorzugehen wäre auf jeden Fall sinnvoll, aber ich fürchte einfach, das wird nicht passieren. Aber jedenfalls unter anderem steht da drin, man braucht eine spezielle Wilderer-Fang-Taskforce, also speziell ausgebildete Leute, die genau für Wildkriminalität bzw. Wildereikriminalität da sind und dann auch eben entsprechend früh zum Tatort kommen und da auch wirklich Spuren ermitteln, und da müsste man extrem viel Geld in die Hand nehmen. Ja, das passiert mitten im Wald. Normale Dorfpolizei, bei der man das dann anzeigt, was soll die machen? Ist die dafür ausgebildet? Nö. Hat die genug anderes zu tun? Ja. Ist das Interesse, also jetzt wahnsinnig viel Ressourcen in das Aufklären eines unglaublich schwer aufzuklären, des Wildereifalls zu stecken, hoch? Nein. Können wir das scheiße finden? Ja. Können wir damit was dran ändern? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist nur meine Meinung, und dazu darf gerne jede andere Meinung gehabt werden, und sie darf auch gerne in die Kommentare geschrieben werden. Wer also eine tolle Idee hat, ich verlinke euch übrigens auch noch 2-3 Quellen, wie man denn gegen Wilderei gegebenenfalls vielleicht in Zukunft besser vorgehen könnte, als das momentan der Fall ist, bitte gerne. Ja. Der Einfluss der Wilderei auf unsere heimische Tierwelt ist, mal abgesehen beim Luchs, wenn wir mal rein ökologisch ohne jede Ethik die Situation betrachten, noch so gering, dass man sich nicht so viele Sorgen um das Thema machen muss. Ja? Und jetzt ist die Frage, und da mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, ob man, wenn man Summe X an Geld zur Verfügung hat als Staat, die jetzt vielleicht natürlich möglicherweise in Wildereiprävention stecken könnte, was sehr viel Geld kostet und wahrscheinlich eine geringe Erfolgsrate, hoch wird die nie sein, mit sich bringt, ob man dieses viele Geld nicht vielleicht dann doch
obwohl Wilderei grausam und böse ist und diejenigen eben entsprechend möglichst schlimme Dinge widerfahren, denjenigen, die das tun, schlimme Dinge widerfahren sollen, so ist es vielleicht eventuell etwas, was man nicht lösen kann, das Problem. Vielleicht, na? Ich weiß es nicht. So, ihr seid dran. Wer entsprechend dazu eine Meinung abgeben möchte, hat ja die Kommentarfunktion und ansonsten gehe ich jetzt wohin, wo es nicht ganz so sehr windet. Macht's gut, ich wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.